Philipp, einen Tag vor dem Start in die Playdown-Serie gegen Kaufbeuren. Wie ist die Stimmung im Team? Die Stimmung ist natürlich super. Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht. Es war so die letzten paar Spiele, wo dann so ein bisschen die Entscheidung gefallen ist, war es natürlich nicht mehr ganz so einfach, auch die Motivation komplett am Anschlag zu halten. Und gleichzeitig war es natürlich auch so, dass wir viele angeschlagene Spieler hatten, die dann eben auch entsprechend geschont wurden. Und jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir mit voller Mannstärke ab morgen losstarten können. Wie ist es bei dir persönlich? Wie groß ist bei dir die Anspannung? Ja, die Anspannung ist sehr groß. Also es ging eigentlich schon letzte Woche nach dem letzten Spiel und so langsam los. Am Wochenende ist dann nochmal so ein bisschen Schub dazugekommen. Und jetzt seit Montag, seitdem das Training wieder angefangen hat, bin ich voll fokussiert und freue mich natürlich auch, dass es jetzt endlich losgeht, weil noch länger möchte ich jetzt auch nicht unbedingt warten. Gleich noch eine Frage zu dir. Was machst du mit deinem Bart? Der Bart bleibt erstmal. Ich habe am Samstag einen Termin beim Barber in Freiburg. Mal schauen, werden ein bisschen, ich sag mal, Konturen schneiden. Okay. Ja, mal schauen, was er mir empfiehlt, ob ich Extensions reinmache. Nein, Spaß. Also, schau einfach mal, aber ich möchte ihn auf jeden Fall auch über den Sommer tragen. Die letzten Jahre hat der EHC immer in den Playoffs gespielt. Jetzt geht's gegen den Abstieg in den Playdowns. Ist das ein Unterschied? Ja, ich glaube, es ist schon ein Unterschied. Also klar, Playoffs ist auch immer das Ziel, Meister zu werden, aber es ist, glaube ich, nochmal eine deutlich größere Drucksituation, wenn du weißt, es geht gegen den Abstieg. Verlieren eigentlich echt verboten, weil klar, in Playoffs, wenn du rausfliegst, ist es bitter, aber du spielst in der nächsten Saison in derselben Liga. Und da geht es halt jetzt schon darum, die Klasse zu halten, weil du möchtest nicht wieder absteigen, zumal es umso schwieriger sein würde, wieder hochzukommen, wie wir es schon bei manchen anderen Mannschaften gesehen haben, die beispielsweise auf einen Liga oder auf einen Aufstieg verzichtet haben, die dann irgendwann im Mittelfeld der Oberliga gelandet sind. Und von dem her ist es ungemein wichtig, auch für das Umfeld, für den ganzen Verein, Stadionsituation etc., glaube ich, wäre es extrem wichtig, dass wir die Klasse halten, um einfach auch zu zeigen, dass wir in die zweite Liga gehören. Viele im Team haben einige Erfahrungen, was eben die Playoffs betrifft, auch Best of Seven. Was könnt ihr daraus mitnehmen? Ja, es ist also von den Serien her, denke ich, wird sich es nicht unterscheiden. Klar, es wird deutlich härter werden, vielleicht sogar noch einen Ticken härter, manchmal wie wenn es in den Playoffs um die Meisterschaft geht. Und klar, damit müssen wir umgehen. Die Erfahrung hilft natürlich schon. Du darfst genauso schnell, wie du, wenn du ein Spiel gewinnst, musst du es vergessen. Und genauso schnell, wenn du ein Spiel verlierst, weil das nächste Spiel steht schon wieder bevor. Und von dem her, die Serie muss man eigentlich als ganzes Spiel sehen. Wenn man da einen Sieg hat, das ist quasi wie wenn man ein Drittel gewinnen würde. Aber das muss man schnell abhaken und dann schon aufs nächste Drittel, also aufs nächste Spiel sich fokussieren, um einfach die Serie dann auch bestmöglich gestalten zu können. Worauf kommt es denn am meisten an in den nächsten zwei Wochen? Wie würdest du das ranken? Ist es Fitness? Ist es Technik, Taktik? Was meinst du? Es ist zum einen die Disziplin, also sowohl taktisch als auch wirklich was die Strafzeiten anbelangt. Klar, wir wissen, dass Herder zur Sache gehen wird, absolut. Aber halt so unnötige Strafzeiten, die müssen vermieden werden. Das ist das eine. Und dann klar die taktische Disziplin, dass du defensiv richtig arbeitest, im eigenen Drittel gut arbeitest, die neutrale Zone. Das hat alles auch mit der Disziplin zu tun. Und klar, dann geht es absolut um die Leidenschaft und um den Einsatz. Weil man sagt immer, dass der Kampf schlägt das Talent. Und in Playoffs oder Playdowns umso mehr. Die Mannschaft, die mehr arbeitet und die den Sieg mehr will, die wird auch schlussendlich dann die Serie gewinnen. Und welche Rolle spielen die Fans? Ja, die Fans sind extrem wichtig. Wir wissen, dass wir hier eigentlich immer gute Stimmung haben, was auch mal Ausschlag geben kann, beispielsweise bei gewissen Schiedsrichterentscheidungen, dass sie doch eventuell mal pro Heimmannschaft fallen. Und von dem her wissen wir, dass wir da vermutlich einen Vorteil haben, wobei in Kaufbeuren die Stimmung auch immer sehr gut ist. Aber wir natürlich auch wissen, dass extrem viele Fans von uns mitkommen werden, was uns freut und was uns natürlich auch nochmal pusht. Und von dem her sind die Fans schon auch ein Faktor. Vorverkauf für die beiden feststehenden Heimspiele gegen Kaufbeuren, der läuft richtig gut an, da sind schon viele, viele Plätze weg. Überrascht dich das? Es geht gegen den Abstieg und die Fans kommen. Ist das zu erwarten? Ich meine, im ganzen Jahr, es gab kaum Pfiffe, ihr habt jede Menge Unterstützung erfahren. Was denkst du drüber? Ja, also positiv ist das jetzt gemeint, was ich sage, aber da muss ich sagen, dass mich bei unseren Fans nichts mehr überrascht, im positiven Sinne. Also
wie gesagt, wie die Fans jedes Wochenende auch zu uns kommen, 2.500, 2.300 Zuschauer im Schnitt, obwohl wir vorletzter sind, obwohl wir öfters mal auch ein paar nicht so tolle Spiele hatten, wir natürlich auch deutlich weniger Tore schießen als letzte Saison. Das sind alles so Faktoren, aber die Leute, ich glaube, sie sehen, dass wir ehrliche, harte Arbeit auf dem Eis bringen, dass wir versuchen, jedem Spiel alles zu geben, und das wird mittlerweile honoriert, und da haben wir einen ganz guten Stamm auch an Stammzuschauern aufgebaut. Und das wird natürlich jetzt auch entsprechend uns ein bisschen zurückgegeben, und dafür sind wir dankbar, dass wir eben die Chance bekommen, dass die Fans weiter hinter uns stehen. Und insofern überrascht es mich eigentlich nicht, dass jetzt nochmal Richtung Playdowns, wo es dann halt doch auch um alles geht, dass da nochmal die Resonanz deutlich größer ist. Bei den Spielen rund um Weihnachten, was auch ziemlich voll, war da der Druck zu groß, oder anders jetzt auf die heutige Situation bezogen, befürchtest du, dass der Druck dann auch zu groß wird mit den Fans? Nein, ist nicht. Also wir wissen, klar, beide Mannschaften haben Druck. Keiner will absteigen. Und keiner will auch in die zweite Runde gehen. Also von dem her möchte jeder das in der ersten Runde gleich am besten beenden, um dann ja, guten Gewissens in die Sommerpause gehen zu können. Von dem her, klar, der Druck ist da. Um Weihnachten rum wissen wir nicht, woran es gelegen hat. Wir hatten ja die letzten Jahre auch immer um Weihnachten rum gut besuchte Spiele. Letztes Jahr auch Playoffs, die letzten 6 Spiele ausverkauft. Also von dem her, ich will es mal behaupten, wer Spiel 5 im Finale zu Hause spielt vor ausverkauftem Haus, ich glaube, der weiß schon, wie man mit dem Druck umgehen muss, ja. Und daran müssen wir uns auch erinnern. Und von dem her ist es so eine ähnliche Situation. Der Druck ist da, klar, aber ich denke mal, dass er noch mehr, dadurch, dass Kaufbeuren Heimrecht hat, bei Kaufbeuren liegt, dass die noch mehr müssen, zumal die eben jetzt schon jahrelang in der zweiten Liga sind und wir als Aufsteiger da immer noch so ein bisschen die Außenseiterrolle haben. Und von dem her gehe ich da ganz positiv in die Sache ran. Merkst du jetzt in deiner Rolle als Kapitän, dass du jetzt auch bestimmte Aufgaben hast? Du hast vorhin darüber gesprochen, das Thema Vergessen. Also vielleicht mal zu sagen, Jungs, ruhig, wir müssen das letzte Spiel abhaken. Oder genauso sollte es Siege geben, zu sagen, bleibt auf dem Teppich, alles wieder zurück zu Null. Ist das jetzt bei dir eine Rolle, die du jetzt einnimmst? Ja, ich versuche dann natürlich schon auch so ein bisschen voranzugehen, um da zum einen klar nach dem Sieg der Euphorie zu bremsen, zum anderen nach der Niederlage natürlich auch da den Frust, dass dann nicht allzu groß wird. Aber wie gesagt, den meisten Jungs, für die ist das kein Neuland, so eine Playoff- oder Playdown-Serie. Die wissen da schon ganz gut, wie man sich verhalten muss, auch eben durch die letzten 2 Jahre, wo wir sehr viel Playoffs gespielt haben. Und von dem her, klar, aber ich versuche voranzugehen, auch viel mit den Jungs zu reden, gerade auch besser als mit der 4. Reihe, denen Tipps zu geben, dass sie uns da auch weiterhelfen. Und klar, das sind schon so ein bisschen meine Aufgaben auch, um da auch voranzugehen, sowohl wenn es nicht so läuft oder wir mal ein Spiel verlieren in der Serie, genauso wie wir mal ein Spiel gewinnen in der Serie. Habt ihr jetzt in der Vorbereitung nochmal die Spiele gegen Kaufbeuren in der Hauptrunde nachbetrachtet? Speziell zum Beispiel das 5:10, war das nochmal Thema? Oder habt ihr euch an euren taktischen Themen orientiert? Ja, also wir haben uns schon nochmal ein paar Szenen angeschaut von Kaufbeuren. Das ist nicht speziell vom 5:10 oder so, sondern allgemeine Sachen, was sie machen, aufbaumäßig, Überzahl, Unterzahl. So Situation, aber klar, wir müssen auch sagen, die 4 Spiele, die wir hatten, war Mike Müller noch Trainer bei ihnen. Jetzt ist Toni Grinner der Trainer. Wir wissen nicht, wie viel er umgestellt hat. Und von dem her, ist es ein bisschen Neuland, sage ich jetzt mal. Aber schlussendlich müssen wir uns auf uns fokussieren, und wenn wir unser oder das spielen, was wir sollen, auch eben, wie gesagt, ein Auge auf die Defensive legen, dann denke ich, haben wir durchaus gute Chancen, auch die Serie für uns zu entscheiden. Was erwartest du morgen vom ersten Spiel in Kaufbeuren? Ja klar, das erste Spiel wird extrem umkämpft sein, wie jedes andere Spiel auch, klar. Aber das erste Spiel ist natürlich nochmal umso wichtiger, um gleich mit einem Erfolgserlebnis in die Serie auch zu starten. Für uns wäre es natürlich gleich optimal, wenn wir den quasi im ersten Spiel gleich den Heimvorteil klauen könnten, indem wir dort gewinnen und dann mit dem 1:0 hier nach Freiburg fahren und am Sonntag hier spielen. Von dem her, ich denke, es wird morgen sehr zur Sache gehen. Gleich so ein paar Duftmarken werden gesetzt werden, denke ich. Und von dem her können wir uns mit Sicherheit auf ein, geiles Spiel freuen morgen. Ja. Und ganz egal, wie es morgen ausgeht, warum sollte man Sonntag hierher in die Halle kommen? Ja, weil wir von jedem die Unterstützung brauchen. Und egal wie es ausgeht, es geht am Sonntag weiter. Selbst wenn wir morgen verlieren sollten, am Sonntag geht die Serie weiter. Wir wollen dann den Ausgleich schaffen. Ansonsten wollen wir natürlich die 2-0-Führung haben, wenn wir morgen gewinnen sollten. Und da brauchen wir jeden Zuschauer, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Weil gerade in Playoffs und Playdowns eben der Zuschauer ein extremer Faktor sein kann mit der Stimmung. Und von dem her hoffen wir natürlich, dass jeder Fan kommt, unabhängig vom Ergebnis morgen. Philipp, vielen Dank.
viel Erfolg natürlich, viel Glück jetzt in den Playdowns und ja, ich drücke natürlich die Daumen. Danke.